So, Freunde der Sonne, hallo und willkommen zurück, ist das falsche Wort, aber wir spielen tatsächlich Borderlands, weil nämlich nicht wir, sondern weil der gute Fabs ist auch mit dabei, weil Borderlands ist so ein Spiel, das ist das Pre-Sequel, wie man ja gut sehen kann, ist jetzt nicht so ein Spiel, was ich direkt alleine spielen würde. Wir sind noch im Hauptmenü, weil der gute Fabs liest sich gerade durch, was zur Hölle es denn eigentlich mit diesen ganzen einzelnen Charakteren auf sich hat, während ich habe mich nicht für Claptrap entschieden, ich habe nur kurz eingespielt mit Claptrap, deswegen haben wir hier gerade einen. Das werde ich auch gleich ändern. Während wir diese wunderschöne Hintergrundmusik genießen und Athena, die Gladiatorin. Ja, ja. Also ich habe sonst immer in den vorherigen Teilen die Magier gespielt. Also ich habe den ganzen Sargas jetzt immer gespielt. Der mit den zwei Waffen rumlaufen konnte. Athenas Skelection ist ein Kinetic Aspis, ein Schild, den sie im linken. Okay, das sind schon mega hoch. Großartig, wie sich das durchliest. Okay, wen haben wir noch? Wilhelm, der Vollstrecker. Wer war der denn? Lol. Wolf and Sand beschwört Wilhelms Drohnen, die entweder Gegner angreifen oder in seinen Himmel schützen. Wolf kriegt ein Schild, seine Gegner kann beschädigt werden, wenn die Drohnen drüber will. Macht der da oben? Lol. Oh Mann. Nisha, die Rechtbringerin. Im Prinzip könnten wir auch den ganzen Tag einfach beobachten, wie Claptrap im Hintergrund hier rumfährt und welchen Mist baut. Alter. Übrigens, ich weiß nicht, wie viel ich mich in diesem Spiel auf Story konzentrieren kann, ob das Pre-Sequel überhaupt eine relevante Story hat. Ja, ich werde spielen. Okay, dann fangen wir mal an. Ich drücke hier mal auf neues Spiel. Klasse. Das müssen wir jetzt noch keinen auswählen, oder was? Es kommt erstmal Sequenz und dann müsste eigentlich, kommt gleich noch so ein Menü, meine ich. Klasse. Ja? Guckst du dir das an oder hast du schon übersprungen? Ich gucke mir das an, weil ich will das hier aufnehmen, den ganzen Spaß. Ja. Du hast einiges zu erklären, Tigerin. Du wurdest von Kind an zu einer Atlas-Assassinin ausgebildet und hast über 1000 Jobs erledigt. Um ein Haar hättest du zwei meiner besten Männer gekillt, bevor sie dich geschnappt haben. Sie sagt, wir sind ihre besten Männer. Das fühlt sich gut an. Oh. Es sieht so aus, Athena. Ich stelle dir jetzt eine einzige Frage. Und wenn mir die Antwort nicht gefällt, dann stirbst du. Zielen! Also, ich frag dich nur einmal. Warum? Das ist eine lange Geschichte. Nach dem Tod von General Knox arbeitete ich als Söldnerin auf Pandora. Eines Tages kam ein Jobangebot von einem Hyperion-Programmierer. Komm auf den Mond, jage eine Kammer, werde zur Heldin. Ich traute Hyperion nicht, war aber zu hungrig, um bezahlte Arbeit sausen zu lassen. Und was gab's da? Gewalt. Wahnsinn. Und einen Helden. Und wie kommen die Skags in jedes Spiel vor, dieses Gefühl? Zack, und schon hat die erste Folge keine Musik mehr. Großartig. Also hat es schon noch, aber ging's. Copyright so. Thank you.
Hätte die Lost Legion nicht die Helios überfallen, wäre vielleicht alles anders gekommen. Ewig lang die Sequenz hier. Länger als in Borderlands 2. Alter Schwede, 7 Minuten Zwischensequenz. Läuft aber auch. Alter Schwede, holy shit. Oh, spielst halt in 2 Minuten. Wir wollen mich hier unter Druck setzen oder was? Es gibt sogar noch mehr. Es gibt noch Baroness und Doppelgänger auch noch. Ja, den musst du aber Geld für zahlen. Ach, das ist hier DLC. Fair. Ja, wäre so einfach gewesen. Dann wollen wir mal den Kuh fliegen lassen. So, welche wolltest du nehmen? Dann nehme ich die andere. Hier die, mit dem schicken Cowboy-Hut. Also Nisha nimmst du. Ich hab da was im Ärmel. Mir ist auch die. Entweder Willem oder Athena jetzt für mich. Ich bin für Fact-Trap. Nein, das ist... Das ist mir nix. Dim, tick-tack, tick-tack. Valerie's Gewalt. Ach, Valerie war stimmt, weil Valerie war die nächste Omega-Schurkin. Omega-Schurkin finde ich gut. Dann kommen die mal einfach... Ach, ich nehme jetzt Athena. Wird schon. Naja, spielen sie ja prinzipiell eh alle gleich, die ganzen Charaktere. Ah, bist du die Fähigkeiten, aber ach, wer braucht schon Fähigkeiten? Hallo Kammerjäger! Danke, dass du Hyperions Ruf gefolgt bist! Leider wird die Helios-Raumstation zur Stunde von wahnsinnigen Tal-Militäreinheiten angegriffen! Bitte nimm dieses Echo-Gerät! Yeah, ein Echo-Gerät. Oh Gott, meine Mausempfindlichkeit ist ja. Oh. Ja, das ist auch nichts für mich, merke ich gerade. Muss aber meine Sensitivity 35 senken. Besser. Du hast gleich ein scharfes Niveau, das ist ja unfair. Ja, ich bin, wichtig. Total, ja. Ach, Eva hier öffnen. Wollte schon wieder F drücken. Hier ist dein Medikit. Alte Gewohnheit. Ja. Immer kann man hier schön schnell laufen, das ist schon mal viel wert. Ich erinnere mich wieder, dass man in Borderlands am Anfang immer keine Waffen kriegt. Moment, ich öffne kurz diese Tür. Stimmt. Das war in Borderlands 2 auch so. Hier draußen. Was für ein Objekt? Jack ist gleich um die Ecke, komm mit! Ach schön. Ich finde das Ambiente übrigens sehr schön, wie er es auseinanderfällt. Marineinsel Dresden, Lost Legion. Oh! Das hier ist bloß der Anfang! Ich merke schon wieder, ich schaffe es mir gerade unbalanced. Hier ist dein Medikit. Du weißt, mit einem Schuss Kopfschuss tödlich ist? Ja. Das wird ja doch nicht mehr ganz so gut hinterher noch. Ich kann dir sagen, meine komische Maschinenpistole, die ich hab, die ist mega scheiße. Du brauchst jetzt alle Jahre zu einem. Der macht überhaupt keinen Schaden, das Ding. Lol, er liebt mich. Großartig. Das Geld wird übrigens geteilt, der Rest nicht. Macht er denn? Ist klar. Guck mal, ein feiger Fixloader. Also, das hast du den lustigen Roboter gar nicht gesehen, der sich das zusammengekauert hat. Nee. Extrem intensiv! Dieser Roboter stoppt in schrecklicher Agonie! Halt Kontakt!
Sanitäter tot. Sanitäter! Hey, super! Seid ihr die Kammerjäger, die ich angehört habe? Tate Tate doch eben. 10 Lebenspunkte, großartig. Banditen, die Banditen killt. Ich freue mich schon ganz besonders, dich nicht. Boah, ich brauche eine andere Waffe, das geht ja gar nicht. Irgendwas, wo entweder gute Bumpe. Oh ja. Ich habe eine Pistole, großartig. Hilfe! 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 Wer diese Scheißsoldaten sind oder was sie auf dieser Raumstation wollen, aber sie sitzen mir im Genick. Viele. Von den ersten Programmierern bei Herkules. Check. Steck bis überall, weil du an drinne. Wenn ich mal Granaten hier hab, eure Helios Raumstation gehört jetzt der Lost Legion. Ich glaube ja. Ergibt euch, bevor es zu spät ist. Die Pistole ist schon erheblich besser. Pistol auch nicht. Den kannst du ja Borland locker machen. Aber ab, wie sind die Mausenfähigkeit beim Anvisieren immer noch zu hoch ist? Das gehört nicht wirklich. Ich hab auch Borland schon, keine Ahnung, wie die anderen gespielt. Och, schon das ewig. Oh, Mili gibt's auch, das ist ja schön. Ist kein Schaden. Ups. Oh, das ist ja mein drittes Landes. Nö, jetzt hast du meinen Typen in dir geschossen. Nö. Konzentrier dich auf den Schmerz. Hast du jetzt so ein Schild, den du irgendwie einsetzen kannst? Oder geht das auch nicht? Den kriegen wir erst noch. Hey, hilfst du mir mal auf? Ja, aufhelfen, können wir gleich machen. Ja, ja, erstmal looten. Looten! Willst du warten? Du bist beschäftigt. Auch cool. Ich brüche. Dann blute ich hier ja, einfach noch ein bisschen weiter. Soll ja ein super Zeitvertreib sein. Aber nur zu, lass dich nicht stören. Ich bin ja nur... Heilige Scheiße. Ihr habt mir das Leben gerettet. Dann ach, was für ein Schaufel. Großartig. Ja, einer muss mir helfen. Sorry. Ach, das sieht doch so aus. Ich war noch nie unter Beschuss. Macht aber Spaß. Diese Verrückten haben die Helios-Station angegriffen, kaum dass ich euch gerufen hatte. Wenn wir sie zurückschlagen, können wir in Ruhe nach der Kammer auf der Mondoberfläche suchen. Klasse. Siehst du, ich habe ja schon ein paar Waffen gefunden. Oh, nice. Okay, anscheinend hast du ein Schild. Der ist schnell erleert. Er frisst Kugeln, bis er verbraucht ist. Dann musst du in Deckung gehen und warten, bis er sich wieder auflädt. Hey, ich aktiviere kurz die Steuerung der Verteidigungsanlagen. Gleich kontrollieren wir Geschütze, Kraftfelder, Laserdrähte. Haha, diese Arschlöcher. Die werden Bauklötze staunen. Bauklötze? Kritischer Fehler. Helios Verteidigungsanlagen gestört. Was? Wie? Blockadesignal kommt von Elpis, Pandoras Mond. Schütze! Schalt die Geschütze aus! Oh. Ich habe eine Schrotflinte! Ah. Du hast die Schütze ausgeschaltet. Ich wusste gar nicht, dass die jetzt direkt neben uns sind. Das ist, hast du gesehen, wie die hier runtergefahren sind. Wir müssen dieses Areal einnehmen. Wer ist diese Frau? Ich, die Anführerin von diesen Pappnasen, glaube ich. Keine Ahnung. Pappnasen! Wer einen Kopfschuss verpasst, kriegt ein High Five und ein Häuschen im Grün. Wer als erstes einen Kopfschuss verpasst, kriegt ein High Five und ein Häuschen im Grün. Ich finde, das ist sehr lebensbejahend hier. Jetzt wird alles geteilt, alles ist so aufgeteilt. Die Munition eigentlich nicht, jetzt müssen wir aus dem Ballen 2 nicht so. Und wenn es hier Iridium gibt, dann wird es nicht. Ach, verfluchter Mist. Oh, ein Roboter. Der hat hier böse Augen. Wieder diese Colonel-Tussi. Wir schalten zu dem Plan, verpasst den Balkenkopfschuss. Hallo, Jack. Verpasst den Balkenkopfschuss. Böse Augen. Für welche Tür ist da nichts ankommt? So habe ich nie gespielt bei meinem Fest. Hey, das war's. Rennt! Gottes Willen. Ja, wird abgedreht. Boah, Lenz, was erwartest du? Ja, ja. Wir müssen irgendwie anders von der Station runterkommen.
Was war denn das für ein freakiges Alien? Ich hab keinen Dunst, aber ich hab so das Gefühl, es könnte uns mit seinem Gehirn töten. Also, lauf weiter. Jack, verdammt, was ist los? Ich bekomme Alarmmeldungen von überall auf der Helios-Station. Nichts, Sir, alles bestens. Trap-Einheiten, wollte nur einer Steckdose einen Zungenkuss geben. Muss ich Sie daran erinnern, dass Sie Pandora beobachten sollen und sonst nichts? Wenn Sie Schäden auf der Helios-Raumstation verursachen, dann mache ich Sie persönlich... Verzeihung, Sir, die Verbindung bricht ab. Ich kann nicht... Das klappt immer. Ja, ich hab sie Arschloch genannt, weil ich dachte, sie hätten aufgelegt. Wir sprechen uns noch, John. Da ist Elpis. Dieses blöde Störsignal ist irgendwo da unten auf diesem geborstenen Felsbrocken und blockiert all das coole Sicherheitszeugs hier oben. Dieser winzig kleine Mond da unten. Ach, gerne, Kammerjäger! Verflucht! Mist! Hey, wieso greift ihr uns an, ihr Fahrt? Irgendwie ist das Gefühl, dass meine... Station und ich will das Universum retten. Was soll das bitte? Das ist eigentlich ein sehr rechteres Ziel, vielleicht. Gott! Ein Burnout. Ja, das ist schwierig, muss man nah an die Leute ran, ich hab keine Lichtpunkte. Moment. Du könntest mir einfach einen Gegner lassen, den ich hier schießen kann. Ich werd die doch öfter umkippen. Wir wollen nur hier weg, ihr Arschgesichter! Ich hab's versucht! Euch Blut, ihr verdammten Irren! Das Lustige ist, meine Schrotflinte hat einen Zoom. Wir haben nicht mal echtes Militär normal hier oben. Wir wurden Arbeiter und uns, wenn wir nicht abhauen. Aber richtig viel Zoom. Bin ich hier richtig? Würde ich nur looten? Ja, Jack ist hier oben. Ja, dann bin ich hier unten ja vollkommen richtig. Hier unten ist nämlich noch eine Waffenkiste. Yay! Okay. Ja, willst du noch eine Waffe? Hier wären welche. Ja, wir gehen zur Moonshot-Kanone. Mir nach! Was ist diese Moonshot-Kanone, von der du gesprochen hast? Oh, ist ja alles finde ich hier unten. Ist das eine riesige Kanone, die mit 1000 Meilen die Stunde Vorräte auf die Mondoberfläche schießt. Wir steigen in einen der Container und machen die Fliege. Na, kein Scharfschützen, wer dabei ist. Werden wir sterben? Da ist ja auch noch ein Abkürz für dich bei. Na, ich hab schon so eine blaue Pistole, die ist nämlich gut. Oh, dann Heli. Nimm ich mal mit. Oder ist das so meh? Ich hab hier eine Pistole von die macht 25 Schaden. Das ist schon mal besser als die, die ich jetzt gerade hab. Oder? Nee, warum mach ich jetzt die aus? Oh Gott, dieses Ausgangssystem, das ist. Ja, keine Ahnung. Persönliches Tagebuch? Ich kann mein persönliches Tagebuch anhören. Ich weiß, du bist ein amtlicher Burgess und alles, aber ich muss sicher sein, dass du mir nicht davonläufst, bevor der Job erledigt ist. Wer dich engagiert, zahlt nicht einfach für eine Söldnerin mit Knarre. Er zahlt für jahrzehntelange Erfahrung. Er zahlt für Professionalismus. Er zahlt für bedingungslose Loyalität der Mission gegenüber. Ja? Hast du das auch General Knox verzapft? Zu einer Mission zu stehen ist eine Sache. Zu Menschen zu stehen, eine andere. Nett. Gut, dann kommen wir das natürlich auch so mit der Loyalität. Sie sind bei der Moonshot-Kanone! Los! Weiß nicht, ob diese Pistole jetzt hier so unbedingt so viel besser ist als das letzte Ding, was ich hatte. Also irgendwie, das ist mit den Waffen, das ist hier doch so eine. Das ist so ein kleines Beruf wie mir, dieser hier. Level 3. So, warte mal, das Ding hat das Ding jetzt. Da kommen noch welche von unten. Naja, das Ding. Gott! Hast du einen Raketenwerfer? Das war Jack, glaube ich. Keine Ahnung, wieso die Daten diesen Jack töten wollten? Ich hatte Vermutung. Geld, Rache. Aber wer brauchte hier schon jemals einen Grund? Oh, großartig. Das läuft aber auch. Läuft gleich in der nächsten Folge weiter. Bis dann. Tschüss.